Ja, außergewöhnlich ist auch die Ausstellung der Neokonkretismus in Berlin. Der Stil, der Brasilien stark in den 50er geprägt hat, beeinflusst bis heute viele Künstler im Land. Warum? Das erfahren Sie in unserer Reportage mit Bildern von Eduardo Lopes. Die Koordination ist von Christina Ruiz-Kellersmann. In der Akademie der Künste in Berlin läuft bis zum 7. November die Ausstellung Das Verlangen nach Form, Otegeo da Forma, Neokonkretismo und zeitgenössische Kunst aus Brasilien. Auf 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche werden im Akademiegebäude am Hanseatenweg rund 180 Exponate ausgestellt. Darunter Skulpturen, Gemälde, Druckgrafik, Zeichnung, Fotografien, Archivalien sowie Künstler und Dokumentarfilme. Im Zentrum der Ausstellung der Neokonkretismus, der sinnliche Umgang mit der geometrischen Form und dem Raum zwischen dem Betrachter und dem Kunstwerk selbst. Die Ausstellung O Desejo da Forma, das Verlangen der Form oder nach Form, hat ihren Schwerpunkt in dem großen Aufbruch der brasilianischen Kunst in den 50er Jahren. Das ist zunächst bestimmt durch die Wiederaufnahme der konstruktivistischen Utopie, einer großen Veränderung von Gesellschaft von Seiten der bildenden Kunst her, in der Architektur, dem Design, der Malerei und der Skulptur. Das nennt man dann den Konkretismus und darauf antwortet dann Ende der 50er Jahre der Neokonkretismus, aber das ist kein Stilunterschied, sondern es ist die Entdeckung der Brasilianer, dass in der Adaption der europäischen konstruktivistischen Tradition etwas Neues geschehen ist, dass sie Interessen entwickelt haben, eine Sensibilität entwickelt haben, die abweicht. Die Abweichung besteht darin, dass die Künstler das Kunstwerk nicht mehr als Objekt betrachten wollen. Die Kunst findet zwischen dem Betrachter und dem Kunstwerk statt. Der Begriff der Partizipation, sprich die Teilnahme, kennzeichnet den Neokonkretismus. Das ist ganz buchstäblich zu sehen, in der Weise, dass Skulpturen veränderlich sind, wie diese Arbeiten von Lydia Clark. Sie haben Scharniere, die geometrischen Formen, und können tatsächlich verändert werden, oder sie geben uns die Idee, dass sie veränderlich sind. Und auf der anderen Seite ist man abgegangen vom Tafelbild, wie in den Arbeiten von Elio Eutisicca, nämlich in der Weise, dass man Flächen in den Raum gehängt hat, der Betrachter sozusagen in bildnerische Räume einbezogen hat. You give a chance for people to move and have a body experience as a participation, also a mental experience that is completely different from what happened when you look at a screen. Die neokonkrete Kunst gründet einen neuen Ausdrucksraum. An dieser Entwicklung sind auch die Kunstfilmer mit ihrer neuen Art der Kameraführung Mitte der 60er Jahre beteiligt. Referenten aus Brasilien und Europa, Dokumentar- und Künstlerfilme sowie Filme des Cinema Novo und Cinema Marginal helfen, diese Zusammenhänge zu erkennen und zu würdigen. And what happened in Brazil at that time, there was this move to a kind of theatricality that was typical to the visual artists when they abandoned the surface and created this kind of body experience. And the filmmakers, with all the differences, were also trying to engage the audience and create this sense of performance, etc. Die Ausstellung verbindet einen Überblick über die äußerst lebendige brasilianische Kunstszene der 50er Jahre mit Werken zeitgenössischer brasilianischer Künstler. Die neue, geometrisch abstrakte Formsprache in Malerei, Skulptur und Design, die zusammen mit der Architektur Oskar Niemeyers, dem Bossa Nova und dem Cinema Novo Ende der 50er Jahre zur brasilianischen Moderne führte. So kann man beim Weiterschreiten von Raum zu Raum eine Entwicklung wahrnehmen. Die ersten Neokonkretisten hielten den Betrachter für das Kunstwerk am wichtigsten. Doch für die jüngeren Künstler spielt der Raum selbst die größere Rolle in der Partizipation. So erklärt sich das Größerwerden der Kunstwerke, bis sie, im letzten Raum angekommen, den Raum selbst gestalten.
Also wenn Sie in den ersten Raum kommen, die extreme Aussparung von Masse in den Arbeiten von Valtersio Caldas, sie hat damit zu tun, dass der Betrachter gewissermaßen die Körperlichkeit mitbringt in diese Räume. Und das findet nun eine Fortführung unter den jüngeren Künstlern über drei Generationen hinweg, die wir im letzten Raum der Ausstellung zeigen. Dort sind die Arbeiten nicht einfach größer, sondern sie sind größer, raumgreifender, ausladender, weil diese jüngeren Künstler den Raum selber als das Gemeinsame zwischen dem Betrachter und dem Werk angesehen haben. Orte eigentlich, die das Konzept des Neokonkretismus in der Weise eben erweitern und in gewisser Weise sogar vollendet haben. Die Ausstellung soll zeigen, dass sich in den 50er Jahren eine bestimmte Auffassung der Kunst in Brasilien gebildet hat. Trotz starker Veränderungen über die Jahrzehnte ist der Neokonkretismus die Grundlage der modernen Kunst in Brasilien geblieben. Naja, bis November in Berlin. Lassen Sie sich auch von alten Stilen beeinflussen? Ja, sehr gerne sogar. Ich liebe deutsche Volksmusik. Ich habe ja schon mit 7 Jahren angefangen, Klavier zu spielen mit Klassik, dann später Rock'n'Roll, Tanzmusik, Country hatte ich schon erwähnt. Und jetzt bin ich da, wo mein Herz hingehört. Volksmusik, deutsche Volksmusik.